Das haben wir schon gelesen. Da haben wir gelernt, dass wir ein Chamäleon brauchen. Aber wir haben momentan noch keins. Hier sind Wintersachen drin, die nehmen wir natürlich auch nicht raus, denn wir sind in der Vergangenheit und da ist uns die Kälte egal. Oder Zukunft, ist ja gar nicht die Vergangenheit, ist ja die Zukunft. Wie kommen wir denn ins Auto? Knauf und Auto, ne, das macht ja keinen Sinn. Da bräuchten wir eigentlich auch einen Schlüssel. Oder halt einen Schwanz, aber mit dem geht's halt irgendwie nicht, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wo ich... Hä, wie geht's denn jetzt weiter? Ich blick gerade nicht, was wir machen sollen. Tipptopp Immobilienmarker. Okay, das ist tipptopp. Und hier oben kommt ein Schlüssel rein. Wir haben momentan keinen Schlüssel. Und wie ich bereits erwähnte, man kann nicht einfach random Items kombinieren. Das funktioniert hier nicht. Die Items werden groß angezeigt, wenn man sie kombinieren kann. Ich erwähnte es, glaube ich, zu selten. Kann ich hier vielleicht nochmal mit dem Besen rüber? Wo ist denn dieser fucking Besen? Achso, genau vor meiner Nase. Yo, das geht. Alles klaro. Nein, das geht natürlich nicht. Alles, okay, jetzt aber... Mann, was ist denn da los? Wieso geht das nicht? Wie komme ich denn da durch? Fertig. So, Entschuldigung. Das sind die Geräusche hier, da kann ich nichts für. Da kann ich wohl überhaupt nichts für. Okay, gut, lass mal das mal. Okay, jetzt aber... Oh Mann, warum geht das nicht? So. Alles klar. Okay, die ist echt süß. Was haben wir denn hier? Eine Schüssel. Alles klar, wir wissen genau, wo die Schüssel hinkommt. Das Schüsselchen. Warum hatte der Tip-Top-Immobilienmakler denn ein Problem, das Haus zu verkaufen? Und was war das gerade? Einfach völlig unnötig. Wieso? Was? Der sieht gerade aus, als hätte er auch gerade am Gulli gequietscht, der Junge. Der sieht aber glücklich aus. Rostiger Dolch. Mit dem rostigen Dolch kann ich was machen? Ich kann ihm seine Hand abschneiden mit dem rostigen Dolch. Nein, der muss gefixt werden. Ich sage, Objekte werden eingeblendet, damit es wieder geht. Und auch die Scharte ist weg. Wow, was für ein Wunderschleif. Hallo? Knauf. Ohne Knauf wäre dieser Dolch überhaupt nicht funktionsfähig. Es brauchte unbedingt den Knauf, um dieses Messer zu reparieren. So, und jetzt? Nein. Okay, das Schöne ist, das hier geht auch nicht. Die Schmetterlinge sind so giftig, da hilft nicht mal ein Messer. Bäm. Okay, wir haben ein Messer. Es hätte mich auch gewundert. Es hätte mich stark gewundert. Okay, probieren wir es mal hiermit. Yo! Wieder der richtige Schlüssel. Es war wieder der richtige Schlüssel. Was ist das denn? Fernsteuerung, alles klar. Nein. Wir behalten die Tasche und da drin ist... Ach, das ist Brandons Tasche. Alles klar, Brandons Tasche. Und eine Fernsteuerung. Ja. Yeah. Sah ich nichts zu. Eine Bohrmaschine. Der Akku ist bestimmt voll. Schön, der Kofferraum hier übrigens. Der Kofferraum ist richtig geil. Vor allem hier mit Spinnenweben und so.
einfach schön wie Brandon sein Auto hegt und pflegt hier hinten. Da ist nur Schrott drin, inklusive einer riesigen Mistgabel übrigens. Es ist einfach unfassbar. Sag mal, wieso kann ich den Koffer nicht... es ist einfach ein Traum. So, hier ist ein Bosch-Bohrmaschine. Bosch. Bosch von Billy. Ja, schön, dass man den Koffer überhaupt nicht... Der liegt so präsent da und wir können nichts mit dem machen? Natürlich können wir noch was mit dem machen. Aber warum? Ich meine, vor allen Dingen, warum geht das hier nicht? Wir haben gerade die fucking Ledertasche damit aufgeschnitten, aber der Lederkoffer geht nicht. Und ganz ehrlich, irgendwo hier unten, irgendwo in diesem ganzen Müllhaufen, irgendwo guckst du eine ganz kleine Kinderhand raus. Billy! Das ist das Ende der Grey Grace. Brandons Tasche. Okay, nein, wir haben eine weitere Aussparung. Ein Dolch, ein Skarabäus. Taschenlampe. Alles klar, wir wissen doch, was passiert. Der Akku. Der Akku geht noch. Der Akku geht noch, kein Problem. So, Tür ist offen, wir können aber nicht rein. Was? Warum? Warum kann ich nicht in die Tür rein? Ich habe die gerade aufgemacht. Ich habe die Tür aufgemacht. Ich habe mir das verdient. Ich habe mir das verdient. Ich will in diese Tür rein. Ich darf nicht in die Tür. Ich habe die gerade aufgemacht. Ich habe das Rätsel gelöst. Und jetzt ist da drüben doch... Das ist doch Billys Zimmer. Das ist doch bestimmt schön. Und die Mädchen, die kleinen Geister, die in den Kamin geflogen sind. Ich kann nicht mal auf den Kamin klicken. Ist auch nichts mehr. Es ist mir einfach egal. Es ist mir einfach egal. Ein Marienkäfer, sicher. Ach so, ich muss Sachen suchen. Okay, habe ich nicht gesehen. Okay, ich mag das Rätsel, aber wie wir da hingekommen sind, das finde ich aber so schäbig. Ein Messer, okay. Was ist das hier? Ein Wollknäuel? Sag mal, ist das hier nicht... Das war doch Billys Zimmer! Das war doch Billys Zimmer. Was haben die damit gemacht? Was haben die mit Billys Zimmer gemacht? Darmhüte. Hier, Strickscheiße. Nein, Stricken ist toll. Hier, irgendwelche Pumps und High Heels oder was auch immer. Blumen. Die Blumen hier, natürlich, sind nicht verwelkt. Alles Kunstblumen. Da hinten Parfüm, sollten wir auch suchen. Ein Schmetterling, der ist bestimmt einfach zu finden. Ein Schmetterling. Messer. Marienkäfer, die Lupe, der Mond, die Pumps. Was ist denn hier eine Bombe? Nee, was soll das sein? Was immer das ist, wahrscheinlich Christbaumkugel, natürlich, klar. Dann hier noch eine kleine Statuette. Da ist die Statuette und noch ein Fähnchen. Wo ist das Fähnchen? Habe ich jetzt noch gar nicht gesucht. Da. Ja, von allen Gegenständen könnte das auf jeden Fall nützlich sein. Das wäre auch der erste Gegenstand, den ich genommen hätte. Ich weiß nicht mal, was das ist. Dreh die Symbole und platziere die drei richtigen in einer Reihe. Was sind denn die drei richtigen? Wie drehe ich denn? Okay, das obere kann ich nicht drehen. Dieses Spiel macht mich traurig. Amulettschlüssel. Ist das etwa... Man ist manchmal an diesem Punkt im Leben, wo man sich dann ernsthaft fragt, womit vergeude ich meine Lebenszeit eigentlich? So dieses, das aktuelle,
das Grimtails tief immer so. Stelle das Bild wieder her. Berühre die Kreise, um sie zu drehen. Richte dich nach dem Hinweis in der oberen linken Ecke. Ja. Was? Was? Oh Gott. Oh, warum habe ich denn nicht irgendwas zum Überspringen gewählt? Warum lasse ich mich darauf immer ein? Ich verstehe nicht, was das hier soll. Die bewegen sich aber nicht. Hä? Ja, leck mich am Arsch, ich kündige. Und die drehen sich auch immer einmal. Wow. Oh, Alter. Oh Gott, was ist das denn für ein bescheuertes Rätsel? Okay, jetzt haben wir oben drei. Wir haben oben immer noch drei. Das war unten drei. Oh Gott, ich will das nicht spielen. Ordne sie einfach auf dem Bild oben links. Wirklich, Lopsi. Vielen Dank für den Hinweis. Wow, da wäre ich nie drauf gekommen. Aber erstmal schaffen, Junge. So. Vor allem ist er dann hier. Diese beiden sind so nebeneinander. Der hier ist hier unten. Das würde theoretisch schon mal stimmen. Hier haben wir die richtig. Alter, das ist ein beschissenes Rätsel. Ich will es lösen. Ich will es lösen. Oh. Von innen nach außen. Näher. Das Problem ist, egal wo du es drehst. Oh, das ist überhaupt nicht mal ein Rätsel. Okay, wir können einen Schmetterling. Wir können Schmetterlinge auch immer da drin behalten. Naja, offenbar nicht. Jetzt habe ich hier eine Lücke. Ach so, okay. Oh, ist das ein beschissenes Rätsel. Das mag merkwürdig erscheinen, aber ich habe da komischerweise gar keinen Bock drauf. Ich will das würde ich wirklich einfach überspringen. Ich will das überspringen. Ich will das wirklich überspringen. Nein! Nein! Nein, das will ich. Ich will dieses Rätsel will ich nicht. Von allem, was wir bis jetzt bei Grimtails gemacht haben, will ich dieses Rätsel nicht. Ich will es nicht. Ich will es wirklich nicht. Geh weg, du Rätsel. Ich hasse dich sehr. Wir brauchen das Ding da unten. So, diese drei. Aber das Problem ist, egal was wir machen, die drei werden sich immer verschieben. Ich mach mal erneut. Wir brauchen... Ich weiß nicht mal, ob das jetzt hier einer ist oder da. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es nur raten. Hier brauchen wir zwei. So wäre das ungefähr. Hier, glaube ich. Und hier bräuchten wir... Der müsste jetzt auf der anderen Seite sein, aber wenn ich den drehe, dreht sich der andere wieder mit. Oh Gott, das ist nicht meins. Boah. Ach ja, und die müssen in die Mitte. Oh, das ist aber gut. Wenn wir einen in die Mitte packen, das ist, glaube ich, ganz gut. So, wenn wir einen in die Mitte packen, dann bleibt der immer da. So sind die richtig hier. So, das ist, müssten hier in die Mitte. Jetzt muss aber noch hier einer hin und da muss noch einer hin. Aber sobald ich die anfange zu drehen, ist natürlich hier alles vorbei. Oh Gott, das ist überhaupt nicht meins. Oh, Alter, das ist überhaupt nicht meins. Oh.
Ich will das überspringen. Ich will das echt nicht spielen. Ich will das wirklich nicht spielen. So easy, ja. Lösenknopf. Wir spielen auf schwer. Deswegen können wir keine Minigames überspringen. Wir dürfen es aber nicht. Ja, wo kann man da vorspulen? Tja, Freunde, das kommt davon, wenn man das auf schwer haben will. Das kommt davon. Ich will das ja auch nicht. Boah. So. Okay, die Frage ist nur, mache ich das jetzt wirklich? Will ich das jetzt wirklich? Weil ich weiß genau, ich werde an diesem Rätsel jetzt elendig lange hängen. Das wird ewig dauern, bis wir da durch sind. Ewig. Wirklich ewig. Ist das eine gute Idee, das jetzt zu machen? Boah, was für ein bescheuertes Spiel. Oh, da vergeht mir leider gerade die Lust. Mir vergeht gerade die Lust einfach so massiv. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Also ich habe gerade wirklich keinen Bock. Ich kann es noch einmal probieren, aber ich glaube, ich werde das dann einfach... nee, Freunde, ich werde das dann einfach abbrechen. Weil, nein. Ich ahne jetzt schon, das wird ein ganz übles Debakel. Das heißt nicht, dass ich Grimtails abbreche, aber ich werde im Stream an dieser Stelle abbrechen. Denn wir werden hier ewig lange dran hängen. Ewig lange. Das ist kein Rätsel, was du eben mal so zapp zapp machst. Die anderen Rätsel, kein Problem. Wir hatten bei Grimtails 9, glaube ich, auch so ein Rätsel. Ich erinnere mich dran. Okay, das können wir, den können wir schon mal reindrehen. Dann hätten wir den schon mal, dann haben wir den schon mal. Die drei haben wir in Reihe. Das Problem ist, egal wie ich diese hier drehe, ich könnte jetzt... Ja, der muss aber dann wieder rein. Ich weiß es einfach nicht, ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt hier auf Profi machen, aber das wird einfach nicht funktionieren. Wir müssten den hier mit dazu kriegen, glaube ich. Dann ist der hier aber raus. Und ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob das jetzt hier war. So, da haben wir den schon mal. Jetzt ist aber allerdings, der hier ist komplett weg. Boah, fick die Hölle. Das ist süß. Starte von neuem, du hast einen Fehler gemacht und dann schau dir das Lösungsbild ab, an. Stell dir die Ringe vor und in drei Zügen ist es geschafft. Das Problem ist, jemand hat gerade die Lösung gepostet und die war ungefähr so lang. Wenn ich das, also wenn es die echte war, ich weiß es natürlich nicht. In drei Zügen. Stell dir die Ringe vor. Ring. Ring, Ring. Die brauche ich mir nicht vorstellen, die sind ja da. Welchen Fehler könnte ich dabei wohl gemacht haben? Jo, da posten Leute die Lösung und die ist nicht in drei Zügen, die ist so. Da ist 4x3, 5x3, 3x2, 1x3, 3x5, 5x2, 1, 4x3, 2, 3x3, 1, 5. Und das posten mehrere Leute. Ah, das ist ein Traum. Ich habe gehört, wenn man den PC kaputt schlägt, die Überreste verbrennt und sie dann mit heilen, was? Dem heiligen Eirang opfert, idet. Hat man jeden Grimtails-Teil durchgespielt, muss sie nie wieder spielen. Ja, bitte. Ja, bitte. Spiel auf normal. Das kommt jetzt! So, okay. Ja, wisst ihr noch, als das noch ein Wimmelbildspiel war? Ja, Mann! Wisst ihr noch, als das ein Wimmelbildspiel war? Das war ein Traum. Okay, die Leute, alle Leute, die gerade schreiben, dass es drei Züge sind, schreibt die drei Züge. Was denn jetzt? Hallo? Okay.
Warte. Warum postet jemand gerade mit drei Accounts das gleiche? Das wundert mich. Hä? Wieso posten Leute gerade alle das gleiche? Ist das gerade... Das sieht aus wie ein Spam-Angriff. Warum posten auf einmal unaufgefordert und ohne Dingens, ohne Aktion gerade alle Leute das gleiche? Das wundert mich ein bisschen. Okay, pass auf, ich gehe nochmal kurz rein. Okay, pass auf, ganz kurz. So, hier, zack. So. Alle mit derselben Komplettlösung. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Weil sie es alle aus einem Guide haben. Das glaube ich auch. So, okay. Du hast doch gesagt, schreib die drei Züge. Ja, aber jetzt schreiben alle wortwörtlich, Buchstabe für Buchstabe das gleiche. Weißt du? Und vor allen Dingen das, was wir jetzt haben, sind mittleren Ring einmal, und dann mittleren Ring einmal nach rechts drehen. Ah, nee, den mittleren. Okay, warte, warte. Einmal nach rechts drehen. Äußeren Ring. Schmetterling rechts oben nach unten in die Mitte. Mittleren Ring, Schmetterling nach unten. Was? Mittlerer Ring, Schmetterling nach unten. Okay, pass auf. Nach Neustart. Mittleren Ring, das habt ihr geschrieben. Mittleren Ring, einmal nach rechts drehen. Mittlerer Ring, einmal nach rechts. Äußeren Ring, Schmetterling rechts oben, das ist der hier, nach unten in die Mitte. Das ist der. Mittleren Ring, Schmetterling nach unten. Ihr habt sehr geil Copy and Paste gemacht. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Ihr habt das ganz hervorragend gemacht. Ja. So. Okay, mittleren Ring, Schmetterling nach unten. Nein, ich gehe jetzt jeden Schmetterling durch, den man nach unten drehen kann. Das Problem ist, egal wie ich es drehe, hier oben fehlen zwei, hier oben fehlen zwei. Nein, nein. Der innerste wahrscheinlich nicht der. Ja, der innerste. Schmetterling nach unten, der innerste. Es bleibt falsch, Leute. Jetzt schreiben sich alle gegenseitig mit dem inneren Ring ab. Leute, das hier ist die Lösung. Da steht die Lösung. Hier ist nichts. Da ist nichts. Ich beobachte gerade einfach nur den Chat. Ich beobachte gerade den Chat. Ich mache gerade gar nichts. Ich beobachte wirklich gerade nur den Chat. Ich bin froh, dass ich gerade nicht der Idiot bin. So. Es ist einfach... Wow. Wow. Ich muss wirklich mal den Chat einblenden bei Grim Tales. Der Chat ist kaputt. Ja, ich glaube auch. Ach, ist das schön. Der mittlere 2 nach links. 1, 2. Und wieder zurück. 1, 2. Ich lasse es gerade einfach den Chat austragen. Wirklich, ich halte mich gerade zurück. Ich mache gerade selber gar nichts. Ich lasse es einfach den Chat austragen. Oh, das war rechts. Okay. 1, 2. Aha. 1, 2. Ah, ja natürlich. Hier fehlen immer noch zwei. Da fehlen immer noch zwei. Die fehlen da einfach. Hier, das ist das Bild. Wenn ich das hier nach unten drehe, das ändert einen Scheiß, Freunde. Das ändert einen Scheiß. Ach, Leute.
Mittlerer Ring, den Schmetterling nach unten. Das haben wir gerade gemacht. Aber was ändert... Leute, ihr seht doch die Lösung hier. Was... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Können wir bitte mal kurz Submode anmachen? Bitte Submode gerade. Das wäre ganz zauberhaft. Oh, alles klar. Da ist der Erste, der wieder fliegt. Wasted Net, fick dich. So, darauf habe ich nur gewartet. Ah, Submode, danke. Wir sollten, ich finde, wir sollten Grimtails, wir haben letztes Mal die Erfahrung auch schon gemacht, wir sollten Grimtails nur noch im Submode spielen. Ich halte das für eine sehr gute Idee. Ah, Alter. Was wird euer Button lösen? Leider nichts, weil wir auf schwer spielen. So, huch. Ah, oh, Alter, ist das furchtbar. Du denkst, dein Ergebnis ist richtig? Leider schaust du das Ergebnis nicht richtig an. Ich denke gar nicht, dass mein Ergebnis richtig ist. Das ist es ja. Ich denke, es ist falsch. Ich habe gerade, ne, diesen Chat-Spam habe ich gerade gemacht. Nach Neustart, die drei Schritte, die geschrieben wurden, in drei Schritten ist es fertig. Das habe ich gemacht und es war falsch. Es war in jeder Beziehung falsch, denn wir sind hiermit geendet. So, also, ich drücke auf erneut. Ah, wir haben gar nichts gemacht. Toll. Ach. Nach dem... Okay, es sind mindestens 20 Züge nach dem Guide. Also jeder, der geschrieben hat, es sind drei Schritte. Nein, es ist falsch. Und wenn ihr glaubt, dass es richtig ist, es ist falsch. Wenn es nach dem Guide 20 Schritte sind, dann sind es keine drei. Und es war falsch. So, und deswegen auch gerade der Submode. Grimtails, das Dark Souls des Lebens. Das Problem ist, in jedem Grimtails ist immer so ein... Also ich weiß nicht, im letzten war es ja auch schon so, war genau ein so ein Rätsel drin. Der Rest des Spiels kommst du durch irgendwie, bisschen Zähne knirschen, bisschen lalala, aber es ist immer eins von diesen Rätseln drin. Nee, ich will die Schwierigkeit ja auch nicht verstellen. Will ich ja auch nicht. Ich will das ja schon, dass wir das hinkriegen. Ich guck nur ganz kurz. Ehrlich gesagt, bei dem Rätsel gucke ich gerade, ob jemand wirklich eine Lösung postet. Aber das, was wir bisher hatten, nein. Hast du keine Säure mehr? Nein, leider nicht. Und wenn, dann würde ich die jetzt trinken. So, das Problem ist, ich komme gerade nicht aus dem Spiel raus, weil immer wenn ich aus dem Spiel rauskomme, ich muss dann immer hin und her tabben und dann verstellt sich immer die Auflösung, weil Grimtails super programmiert ist, muss ich da mal wieder rein. Okay, pass auf. Der Link ist da, hat gerade die Lösung gepostet, ich hoffe, die ist, Chat, hier auf zu scrollen. Ich hoffe, die funktioniert, ich bin mir nicht ganz sicher. Mehrere Leute posten jetzt die Lösung, ich versuche mal, ich weiß nicht genau, ob es klappt. Okay, 4 mal 3, 5 mal 3, 3 mal 2, Sekunde, 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 1, 3, 2, ich mach's mir gerade mal ein bisschen übersichtlicher, 3 mal 2, 5 mal 2, 1, 4, nee, 4 mal 3, oh Gott, hä, ich krieg das ja hier kaum gebacken, 2, 3 mal 3, 1, what the fuck, 5, 4 mal 4, was? Okay, 3 mal 2 gleich 6. So, vielen Dank. Okay, pass auf. Warte. 4 mal 3. Das Problem ist,
Also hinten, wir haben 1, 2, 3. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht mal die Lösung auf der Big Fish-Seite. Oh Gott, oh Gott. Okay, das Problem ist, da stehen so Sachen wie 4x3. Da würde ich jetzt denken, ist der dritte Ring. Dann steht da 5x3. Erst 4x3, dann 5x3. Aber 4x wohin? 5x wohin? Dann 3x2. Dann steht da auch einfach nur mal eine 5. Was heißt denn 5? Wenn da steht 5, was heißt das? Wir haben drei Ringe, wofür steht die 5? Der dritte Ring ist 5. Ja, der dritte Ring ist 5. Die 1 ist der Knopf links, die 2 der rechte und 3, 4, 5. Oh Gott, okay, also. Ich kopiere mir das auch mal gerade. Boah, warum nur? Okay. Klar. Nein, das hat... Oh, jetzt hat er das nicht kopiert. Nein! Linker Pfeil. Okay, pass auf, ich mach gleich weiter. Oh Gott, 1, linker Pfeil. 3 ist Außenrad. Mittelrad ist 4. Innen ist 5. Rechter Pfeil ist 2. Rechter Pfeil. Oh Gott. Okay. Die Frage. Boah, ist das bescheuert. Ey, das ist so ein bescheuertes und völlig überflüssiges, also meiner Meinung nach völlig überflüssiges Rätsel, was einem einfach wieder komplett den Spielspaß nimmt. Und das gleiche hat man im letzten Grimtest-Teil auch. Es gibt immer dieses eine Rätsel. Okay, 4x3. Das Problem ist, ich weiß immer noch nicht, in welche Richtung. Ich müsste jetzt quasi immer zwischen Browser und dem Ding hier hin und her tabben. Oder ich würde wirklich, es sind, wie viele Schritte sind es? 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ich weiß gar nicht, wie viele Einzelschritte das generell sind. Warum baut man sowas ein? Ich verstehe es nicht. Wer hat denn Spaß an sowas? Also wer hat Spaß an sowas? Ein Rätsel, das, wo man wirklich jeden einzelnen Schritt richtig machen muss, damit man das hinkriegt. Und das sind 20 Schritte oder so. Und so balancing-mäßig, weißt du, so balancing-mäßig ist das, passt das einfach, das hat einfach keine, das ist keine Relation. Modchat. Ja, ja, ich sehe es schon. Problem ist trotzdem, ich weiß jetzt nicht, wir haben 4x3. 3 ist äußerer Ring. Ich schau mal kurz in den... Okay, selbst aus der Lösung wird man nicht schlau, weil da wird nicht gesagt, in welche Richtung es geht. Also immer Uhrzeigerin, glaube ich. Ich glaube immer Uhrzeiger, wir probieren mal Uhrzeigersinn. 4x3. Und vor allen Dingen, ich weiß, 1, 2, 3... Es ist okay, wir probieren es einfach mal. Wir müssten jetzt 4x3. 4 ist Mitte. Das erste ist immer. Oh Gott. Das erste ist immer die Ringanzahl. Und es geht immer, ich sag mal im Uhrzeigersinn: 4x3. Diesen Ring müssen wir jetzt 3x drehen. Also 3. 1, 2, 3. Dann haben wir 5x3. 5 ist innen, der hier. Mal 3. 1, 2, 3. Dann haben wir 3x2.
3 ist außen. Oh Gott. 2. Nein. 1, 2. Dann haben wir 1. 1 ist linker Pfeil. Dann haben wir 3. 3 ist außen. Uhrzeigersinn. Dann haben wir 2. 2 ist rechter Pfeil. Dann haben wir 3 mal 2. 3 ist außen und mal 2. Ich sag mal hier, der wird dann dahin gedreht. 3 mal 2. Dann haben wir 5 mal 2. 5 ist innen. Mal 2. 1, 2. Dann haben wir 1. 1 ist der linke Pfeil. Dann haben wir 4 mal 3. 4 ist die Mitte und muss 3 mal gedreht werden. 4 mal 3. 1, 2, 3. Dann haben wir die 2. 2 ist der rechte Pfeil. Dann haben wir 3 mal 3. Das ist außen. Und eine 3. 1, 2, 3. Also den hier auf da. Dann haben wir 1. Das ist der linke Pfeil. Dann haben wir 5. 5, das ist einmal in. Dann haben wir 4 mal 4. Das ist die Mitte. 4 mal. 1, 2, 3, 4. Also eigentlich das da auf die andere Seite. Dann haben wir 3 mal 2. 2 ist außen. 3 mal. Das sieht falsch aus. Oder habe ich das falsch gemacht? Habe ich das falsch gemacht? Ich weiß das gar nicht. 3 mal 2. Außen 2 mal. Ekelhaft. Wenn das hier der Rätseldesigner von Grimtales wäre. Klack!